Willkommen zu einem neuen Projekt auf unserem Kanal. Wir alle haben darauf gewartet, naja, zumindest ich. Crash Team Racing. Zusammen mit Zellos. Hallöchen. Hallöchen, servus zusammen. Ja, Wow, ja. wir haben hier unsere ersten Eindrücke gesammelt. Ich habe es knapp 25 Minuten gespielt. Zellos länger, glaube ich. Aber. Ich habe jetzt, ja, aber du hast ja schon die Gewöhnung an früher, ne? Ich habe Richtig. jetzt so richtig erst angefangen, vor ein paar Stunden zu spielen, Crash Team Racing. Mir gefällt es ganz gut. Es ist eine Umgewöhnung zu Mario Kart auf jeden Fall, das mit dem Driften. Das Nette ist meine Abwechslung größte aber, oder? Umgewöhnung. Ja, aber die Abwechslung ist super. Und auch das mit dem Turbo Boost, dass es so über drei Stufen läuft und so, finde ich super. Es gefällt mir echt gut. Ab und zu habe ich nur mal den Eindruck, dass die Pflanzen, das war bei diesem Pyramiden-Level, bei dem Hm, Pyramiden-Stage, Papus-Pyramide. ja, da finde ich es manchmal ein bisschen komisch, wie die. Ich fliege an denen vorbei, mehr oder weniger, aber ich bin genau über deren ihren Wurzeln und die graben mich mehr oder weniger aus der Luft. Das ist. habe ich den Eindruck so gewonnen. Aber ja, ansonsten gefällt es mir sehr gut, auf jeden Fall. Ist halt ein Ja. bisschen Umgewöhnung, aber ja. Charaktere sehen sympathisch aus. Ich habe nur verpasst, jetzt gerade meine Anpassung zu machen. Das mache ich nach der Runde dann. Von Genau. dem Kart und so. Ja, nach dem Start werde ich ein bisschen was Allgemeines zu dem Projekt fragen. Ich wollte gerade noch was fragen. Man konnte in dem Original die Kamera ein bisschen weiter nach hinten machen. Geht das hier auch? Hast du Ja, schon rausgefunden, wie? das geht mit dem linken Trigger, mit dem hinten links. Also den statt L, sondern LZ. Ah, perfekt. Danke, Zellos. Damit hast du mir mein Leben gerettet, weil so habe ich früher immer auch gespielt. Ja. Ja, So, siehst du? da wir den ersten Part hier haben von Crash Team Racing Online, den wir auf YouTube hochladen, vielleicht noch so ein paar allgemeine Sachen. Das hier wird ein Online-Let's Play werden, das heißt, entweder ich alleine oder mit Zellos oder vielleicht mit Rikos irgendwann. Es wird auf jeden Fall jede Menge witzige Online-Parts geben, hoffentlich zumindest. Und Story-Modus ist zumindest erstmal nicht geplant, den zu spielen für unseren Kanal. Ich weiß nicht, vielleicht irgendwann mal. Ja, ich Aber jetzt sagte, nicht direkt am Anfang. der ist jetzt mehr oder weniger nur interessant. Also ich finde, am Story wurde es nur interessant, vielleicht mal die letzten paar Bosse, ein paar Cutscenes und sowas. Also war bis jetzt vom Story-Modus schön einfach. Aber der Story-Modus erinnert mich an Diddy Kong Racing. Das Ja. gefällt mir zum Ist Beispiel auch ganz gut. davon. Also, Diddy Kong Racing erschien ja 1997, meine ich. Und Crash Team Racing 99. Also, Crash Team Racing hat diesen Story-Modus nicht erfunden. Und dieses Remake ist jetzt logischerweise nicht 1999 entstanden. Nein, das ist jetzt gerade Aber erst raus. ja, wer hätte es gedacht? Aber von Ja. daher, die Idee, beziehungsweise das erste Fun oder der erste Funracer mit dem Story-Modus war dann Diddy Kong Racing. Aber ja, du hast recht, erinnert ziemlich stark Ja. daran. Ziemlich stark sogar, ja. So war das früher. Und auch wenn Rikus Ja. das nicht hören will, was ich jetzt sage, Crash Team Racing war schon immer einer meiner Lieblings-Funracer. Und meiner Meinung nach deutlich besser als Mario Kart 64. Mir gefällt es ziemlich gut. Ich bin nur, wie gesagt, von der Umstellung ein bisschen so. Und Ja, du wirst ein bisschen Zeit brauchen, wegen ich werde ein dem bisschen Zeit brauchen, Drift ja. und so. Ich hab allerdings auch ein bisschen gemerkt, also man selber merkt das nicht, wenn man spielt, aber man sieht halt die Mitspieler halt immer wieder so durch die Gegend klippen. Das ist so ein bisschen das Problem Ja. bei solchen Spielen auch früher schon gewesen. Ich weiß nicht, ob das noch im Nachhinein gefixt wird. Ich Wir hoffe reden es. allerdings da, wir reden allerdings auch davon, wir haben jetzt gerade mal den Day One Release. Also ich denke mal, wir werden da noch einiges machen in der Richtung. Ja. Davon können Und wir definitiv ausgehen. von Ich dem denke. her, wir sind jetzt noch Day One. Das ist jetzt hier heute der 21. Von dem her, wenn das jetzt rauskommt, die Folge, es kann sein, dass bis dahin schon gefixt ist. Also, ne, nicht Ja, davon die Folge abschrecken wird lassen. wahrscheinlich heute Abend noch hochgeladen werden, Ah ja, direkt. okay, dann habe ich nichts gesagt, eventuell, weil ich denke, so schnell geht es dann nicht, aber Ich habe ja. versprochen, dass ich Mario Kart und Crash Team Racing für unseren Kanal suchte. Also, was heißt so? Also, für meine Verhältnisse suchten. Ich habe halt wegen Berufsleben nicht mehr so viel Zeit, jeden Tag irgendwie 4, 5 Stunden was zu zocken, aber Ja, naja. richtig. Da ist sowas eigentlich super. Also sowas auf der Switch zu haben, finde ich eigentlich echt klasse. Du Ja. hast an der Stelle, genauso wie Mario Kart und Mario Party und Smash Bros., du hast unterwegs halt was richtig Geiles zum Zocken. Und ich finde Crash Team Ja. Racing, das ist echt gut. Doch für zwischendurch so. Ja, Tübi, passt der Ton soweit? Das hatte ich eben gefragt. Das ist gut, das freut mich. Nee, ich habe sie gefragt, sie hat jetzt noch Ach so, nicht ja, freut geantwortet. mich aber trotzdem, dass mein Mikrofon passt und so. Ach Ja. ja. Na, leider nur Vierter geworden an der Stelle. Der Barry natürlich Ich kann dir selbstverständlich zu den Erster. Charakteren vielleicht ein bisschen was sagen, wie es früher war. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt Okay. ist. Ich habe ganz Ja, bewusst gerne. Coco genommen, weil früher konnte ich in dem Spiel richtig driften und da Coco irgendwie so eine höhere Beschleunigung oder so hatte,
konnte man die Drifts quasi bis ins Unendliche verlängern. Deswegen gewöhne ich mich gleich an Coco, in der Hoffnung, das irgendwann wieder zu können. Ich hab jetzt meiste Zeit den Doktor genommen, den bösen Professor. Ja, der dürfte, also ich weiß nicht, wie es hier ist. Ich gehe mal davon aus, dass alles gleich ist. Der ist ausgeglichen. Ja, genau, wie Mario im Prinzip, genau. Ja. Von dem her, also, ich gewöhne mich ein bisschen an mehrere Charaktere. Ich bin jetzt in letzter Zeit fast nur auf den gerade gewesen. Ich probiere gerade ein bisschen durch, sozusagen. Ich merke auch manche Charaktere, die ein bisschen zu gutes Handling haben, die liegen mir auch nicht unbedingt. Aber hier haben noch voll viele Leute Disconnects in der Lobby irgendwie, ne? Das ist schon auffällig, tatsächlich. Das ist schon sehr auffällig an der Stelle. Aber Day One, ganz ehrlich, das sollte man dem Spiel zugestehen. So ist es. So sehe ich das auch. Genau. Oh, noch schnell Reifen, schnell noch Lackierung, schnell nachrüsten. Olivgrün, haja. Und noch ein fetter Sticker, nur zur Verbesserung. So. Ich bleib erstmal klassisch. Ja. Ich mag den Engine. Engine ist ein lustiger Charakter. Das sieht auch so schön verrückt aus wie ich so ein bisschen. Ich sehe dich gar nicht. Achso, du bist dann jemand, der eine höhere Geschwindigkeit. Ah ne, Engine hat, glaube ich, genau die gleichen Stats wie Coco. Ich glaube, du bist genauso wie ich, hast gutes Handling halt. Probier einfach mal durch, bin gespannt. Genau, ich habe auch mal. Ich mag das übrigens total, wie man seine Charaktere auch ein bisschen so. Oder sein Fahrzeug auch schön gestalten kann und so. Das gefällt mir irgendwie. Apropos! Das ist ein bisschen individueller. Gestern, einen Tag bevor das Spiel rausgekommen ist, habe ich einen Stream gesehen. Also bei mehreren Leuten. Ich habe erst bei Wollo geguckt, weil ich den halt immer ganz gern gucke. Und dann aber auch bei anderen Leuten, um mal zu gucken, ob die online spielen, wie Online-Spiel funktioniert und so. Und da war ein so ein Jugendlicher mit einem anderen zusammen und die haben nach jedem Satz so, Digga, Alter. Ey, Girl, kannst du anpassen, Digga? Yo, ein Sticker, Alter. Oh, shit. Alter. Nee, wirklich, oh Gott. Jetzt habe ich auch Alter gesagt. Naja, auf jeden Fall habe ich das dann doch 2 Minuten abgebrochen, weil das unerträglich war. Die zahlen später unsere Rente, Barry, denk dran. Ja, das macht mir Angst. Das macht mir auch Angst, ja. Ich glaube, wir sollten professionell E-Sportler werden, dass wir auch mit 80 so noch zocken können. Ach je, oh je, oh je. Nee, aber das mag ich überhaupt gar nicht. Alter Digger. Ich mag es zwar ab und zu diggern. Also es gibt einen netten kleinen Spruch, den ich mit meinen Kollegen immer wieder bringe. Soll ich sie duzen, siezen oder diggern? Der ist gut, den muss ich mir merken. Ja, duzen, siezen oder diggern. Jo, diggern. Oder altern. Altern. Jo, Digger, Alter. Jo, Digger. Was hast denn du für ein Problem mit deinem PC, Digga? Digga. Was ist schon los? Oh! Hab ich noch gar nicht gespielt. Oh, das aber auch hier muss man jedes Mal L2 drücken wie im Original. Ich hatte gehofft, dass das hier ein bisschen anders ist mit der Kamera. Ja. Naja, ich will nicht meckern. Ja, das ist ganz okay trotzdem. Ja. Ich mag übrigens diese Skins, die man sich dazu holen könnte. Ich habe mir ja gleich dieses Deluxe-Pack geholt, oder wie man es nennt. Wo du dann auch gleich so Elektro-Skins hast oder sowas. Ja, das habe ich mir auch gegönnt. Eigentlich bin ich ja gegen sowas, aber ich liebe Crash Team Racing, von daher. Ich finde aber auch interessant, wie man sich noch Skins dazu holen kann, eben durch die durch den Shop, den man da in-game hat. Ja, und es wird immer Seasons geben, wo auch noch neue Gratis-Maps dazukommen, immer wieder. Okay. Das haben sie schon bestätigt, oder was? Ja. Stehen auch schon die ersten 3 Seasons fest. Boah, die Strecke liegt mir irgendwie gerade nicht so. Nee, die liegt mir auch nicht wirklich so. Das ist so, die Kurven sind auch viel zu 90 gradig. Also die dritte Season ist mit Spyro. Da wird wohl Spyro auch als Charakter kommen. Oh, cool. Und die anderen, Das mag ich total. Kann ich dir nicht sagen, gerade, ehrlich gesagt. Aber die stehen schon fest. Wie stehst du eigentlich zu dem Spyro-Remake, was auf der Switch dann auch noch kommen soll? Zu der Trilogie? Das ist ein Spiel, was ich mir irgendwann kaufen werde, wenn ich mehr Zeit habe, wenn es billiger gebraucht ist. Also ich verstehe dich. Aber ich werde höchstwahrscheinlich nur den ersten Teil dann spielen, weil die anderen habe ich früher auch nicht gespielt. Ja, okay. Nee, verstehe ich. Was ich ein bisschen störend finde bei den Raketen, die funktionieren zwar so wie rote Panzer, aber leider auch genauso wie rote Panzer. Also die gehen direkt durch die Wände durch, wenn der Gegner dahinter ist. Okay, also das mit diesem Lag der Gegner, das finde ich jetzt mittlerweile echt extrem. Bisschen fies, aber ich schieb's gerade noch auf Day One. Von dem her bin ich noch einigermaßen guter Dinge. Ja, bleiben wir optimistisch. Alter. Mit dem Driften muss man sich noch ein bisschen. Ah, aber diese Kurve da, die geht gar nicht. Ich komme ja irgendwie mit. Irgendwie bei. Alter, vor allen Dingen werde ich hier. Fahre ich in Sachen und ich sehe die gar nicht. Ja, das ist richtig. Wow. Da war mein Blitz. Da war eine Spinne, die habe ich nicht gesehen. Ja, es ist Day One, die Server laufen nicht gut. Machen wir uns nichts vor. Bisschen überlastet, ne? Ja, möglicherweise.
Wer hätte denn damit gerechnet, dass ein Funracer am ersten Tag möglicherweise gespielt wird? Ja gut, andererseits, die haben ja keinen Stresstest davor gemacht oder irgendwelche Betas oder sowas. Die haben von dem her an der Stelle einfach geraten ins Blaue und gehofft, dass es dann ist das so performant ist. Ich vermute mal, weil sonst hätten wir ja nicht das hier, weißt du? Auch wieder wahr. Weil, zumindest weiß ich nicht, dass die mal eine Beta gemacht haben, so Online-Beta oder sowas. Ja, die haben mal so ein Event gehabt, wo die YouTuber eingeladen haben. Okay. Aber das waren dann nicht so viele, wie heute wahrscheinlich spielen. Zumindest gehe ich davon aus. Ich dachte eine Weile, wow, geil, ich bin Erster und der Barry ist hinter mir. Und dann kam der Barry natürlich in dem Moment. Das haben wir vorbeigezischt. Nicht mal richtig realisiert, das Ganze. da kam diese Klaue Panzer, nenne ich es gerne. Ich habe jetzt auch gerade hier so einen Trank hinter mir gelegt und dann wurde ich trotzdem noch vor was abgeschossen. Das ist eigentlich nicht so cool. Ich hätte gedacht, dass der Trank das vielleicht abwehrt. Aber dann habe ich den scheinbar nicht gut positioniert. Das war doch diese Blitzkugel da. Die kann man sowieso nicht abwehren, oder? Okay, habe ich nicht. Wie gesagt, das ist hier online gerade ein bisschen Überlastung. Was ich aber ganz cool finde bei Crash Team Racing, die haben das geil gemacht mit diesem, wenn du 10 von den Früchten hast, dann kannst du bessere Upgrades kriegen und so. Ja, natürlich. Ein bisschen schneller. Ja. Ich finde das super. Das ist eine tolle Idee. Ja. Du bist natürlich dann mega im Fokus, wenn du dann entsprechend Erster bist. Aber das belohnt dich an der Stelle, wenn du gut gefahren bist, gleichzeitig auch. Dass dann der Sieg leichter fällt, wenn du es gescheit hast. Ja, ich habe auch eben, als du noch nicht da warst, gesagt, dass ich Crash Team Racing für einen der mit am skillabhängigsten Funracer halte. Mhm. Ja, würde ich auch so sagen, erstmal, ja. Und dass ich deswegen dieses Spiel auch. Deswegen ist es auch, glaube ich, so. Ja, ich will jetzt nicht sagen Legende geworden, aber. Ja, weil es halt so relativ skillabhängig ist. Ich würde sagen, ein Rennen machen wir noch, so 3 Rennen pro Part, weil die Wartezeiten im Moment noch relativ lang sind. Ach ja. Ah, 540 kriege ich für pro Dings. Also im Singleplayer kriegst du natürlich deutlich weniger. Also da kriege ich irgendwas mit 45 oder sowas. Ich meine nicht, also ich habe ein Rennen heute Morgen vor der Arbeit gemacht, um zu gucken, ob er das runtergeladen hat. Ich meine, ich habe 20 Punkte oder so pro Rennen gekriegt. Ich habe, wie gesagt, ein Rennen offline, den ersten im Grand Prix da. Ja, aber gefällt mir sehr, sehr gut. Auf jeden Fall auch, ne? Ich werde definitiv nochmal den Story-Modus weiterspielen. Also sobald wir mal mit unserem Stream fertig sind, vielleicht nicht, weil ich heute ein bisschen viel gespielt habe, aber so in den nächsten Tagen, denke ich mal, mache ich ein bisschen Story weiter. Hat mir ganz gut gefallen. Ja. Ah. Ja, Engine. Cooler Tipp. Aber ich glaube auch, dass die absolut überlastet sind mit den ganzen Sachen im Moment. Sicher. Ich denke, ich sollte vielleicht eine Stage wählen. Donnerschlag. Finde ich auch ganz nett. Da wird einfach an der Stelle, gibt es eine Möglichkeit hier zu wählen oder Zufall zu sagen oder was auch immer. Ja, du siehst ja, wie viele Leute da immer Disconnects haben. Ja, doch, durchaus. Ich denke mal, wir sind eine die wenigen wirklich, die eine stabile Leitung haben und wo der Server sagt, die haben nicht einen Ping von 5000, die werden wir nicht kicken. Ja, und ich spiele halt auch mit LAN. Ne? Wahrscheinlich spielen relativ viele mit WLAN. Ja. Das wird auch noch dazu kommen. Ja, Rikos will sich das Spiel, oder will sich, ich weiß nicht, ob Rikos sich das Spiel gar nicht holen will oder ob er sich vielleicht später holt, keine Ahnung. Das weiß ich, hätte ich gesagt, auch nicht. Wir haben ihn wenigstens überzeugt bekommen, Super Mario Maker sich zu holen. Ja, das ist schon mal gut. Schon ein Riesenschritt eigentlich. Ja, aber wenn Rikos irgendwie irgendwas nicht mag, das ist echt schwierig, ihn davon zu überzeugen. Schon. Ich habe übrigens diesen Stift ausprobiert, den ich da geliefert bekommen habe von Nintendo, auch mit dem Mario Maker-Stil. Mal ein bisschen Stages erstellt für Smash Brothers, mal so einen langweiligen Nachmittag verbracht gestern und funktioniert sogar damit. Und zwar zuverlässig, das ist echt gut. Ich freue mich schon drauf. Ja, das klingt doch ganz gut. Ajo. Ich werde, glaube ich, auch mal zwischendurch einfach mal ein paar Stages erstellen, auch für Streams, für deine zukünftigen und sowas. Okay. Mal ein bisschen sadistisch sein und dich mal ab und zu mal drangsalieren. Och man. So. Oh ja. Krass, 14 Minuten ist der Part schon mit 2 Rennen und Ladezeiten, Alter. Die Ladezeiten sind halt teilweise ein bisschen. Oh, das ist eine schöne Stage. Ja, aber wenn wir uns unterhalten, will ich die auch nicht rausschneiden zwischendurch. Das wäre halt nö, das auch schwachsinnig. Ja okay. 7 Leute sind wir trotzdem, okay. Krass. Wird das eigentlich durch NPCs aufgefüllt? Habe ich jetzt noch gar nicht so drauf geachtet. Nee, eigentlich gar nicht, nee. Das, was du an Spielern hast, das spielt dann auch tatsächlich. Okay. Ich muss doch die ganzen Kürzel finden. Ich habe bei den ersten 8 Stages, also die vom Abenteuermodus, habe ich schon mal so ein bisschen ausgeguckt, was es an Kürzel gibt, an Abkürzungen. Aber
Teilweise sind die mega tricky, also man kann die so leicht verfehlen, wenn man nicht rechtzeitig springt oder die Rampen so nicht. Ja, im Zweifel können wir uns da ja gegenseitig absprechen. Oh Gott. Manche kenne ich halt auch noch von früher. Ja, klar. Du bist ja sowieso mein laufendes Walkthrough. Alter, ich komme hier nicht um die Kurven. Ja, die Kurven sind schwer. Ich nehme die immer mit Bremse gleichzeitig, weißt? Also ich mach einen Bremsendrift, wenn man so will. Wo ist das denn? Auf welcher Taste? Auf Y. Früher musste man das nicht benutzen. Ja, glaube ich. Früher, als man das Spiel noch konnte. Und ich glaube, einer disconnected oder wurde aufgefüllt, der mit dem weißen Rand links, weißt du? Mhm. Ich glaube, der war disconnected und ist damit auch nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr ganz. Ich kann es nicht genau sagen. Ja, aber wie gesagt, das ist hier Day One. Das ist. Also gestern auf der PS4, als ich es gesehen habe, auf Twitch cool. Lief's gut. Aber das war halt auch ein Tag vor Release. Ja, gut, klar. Das ist dann Sensationsthema. Boah, ich weiß nicht, wie man diese Kurve hinnehmen soll. Also ich krieg's ja auch nur mit leicht vom Gas gehen, gleichzeitig Drift drücken und gleichzeitig kurz bremsen. Also nur Kurzbremse, weißt du? Das geht bei mir einigermaßen. Das ist auch eine Strecke, an die ich mich nicht mehr erinnere. Vielleicht gab's die auch früher gar nicht. Kann auch sein, dass das eine neue ist aus dem... Ja. Ah, Flaschen! Oh nein, ich hab einen Turbo genommen! Oh nein, da kommt so ein Blitz auf mich zu. Och nö. Ja, das okay, das war kein guter Zeitpunkt. Mitten in der Kurve hat er dich erwischt. Oh. Ah, ich weiß nicht, wie man diese Kurve dann nehmen soll, ohne Scheiß. Also. Ah! Die Strecke muss ich definitiv noch üben. Ist aber schön reingebrettert an den Rand, ey. Ja, es ist aber auch mega verwirrend mit den ganzen Leuten, die hier so laggen. Das bringt mich tatsächlich mehr aus dem Konzept, als mir lieb ist. Erster! Glückwunsch! Ja, gut! Ich kann offensichtlich die Kurven gut nehmen. Ja, ich war überfordert damit. Ich würde sagen, ich beende den Part mal. Wir sehen uns im nächsten Part. Bis denn, macht's gut. Tschüss! Bis denn, ciao, ciao!